Ja, seid gegrüßt, meine aktiven Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, heute sind wir auf der großen Schweiz-Tour und in dem ersten großen Laden bei Atlantis Meerwasser-Aquaristik hier im schönen Zürich, um genau zu sein, in Regensdorf. Ja, und ich bin schon mal drinnen gewesen vor euch jetzt hier und muss sagen, ich bin ja sehr geflasht, muss ich sagen. Sehr schöner Laden, wunderschöne Korallen. Aber das Ladendesign, das ist schon absolut brutal geil. Ich kenne nur einen Laden, der noch schöner war, aber den gab es nicht lange. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an und kommt mal alle mit rein und wir gehen mal in den Laden und gucken mal, was mal Schönes wir euch finden können. So, meine lieben Freunde, hier habe ich mir die beiden Inhaber mal an den Tisch geholt, die Michelle, der Dave. Erstmal herzlich super Dank an euch für die Einladung und ich bin echt überwältigt, was ihr für einen super, super schönen Laden habt. Den haben wir echt gut hingekriegt und wir haben uns schon so ein bisschen unterhalten, ne? Und so wie ich gehört habe, habt ihr das auch alles sich selber gestemmt. Ja. Also auch das alles so schön zu machen und. Definitiv. Umbauzeit war wie lange? Circa 6 Wochen. Jeden Tag Vollgas, unbezahlte Ferien, genau. Eingegeben. Ja. Mein Vater hat noch ein bisschen gekleistert. Tapeziert. Genau. Nee, also sehr, sehr, sehr stylisch. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überwältigt. Wirklich überwältigt. So einen schönen Laden, das habt ihr echt noch nie gesehen, sowas. Also in Deutschland kenne ich keinen Laden, der so schön ist. Ehrlich. Das ist eine Ehre. Danke. Ehrlich, also, ne, das ist für so einen Korallenladen, sage ich mal, bei uns. Wir kennen so die deutschen standardmäßigen Korallenläden. Ne? So, ne, das ist halt aber hier wirklich super, super stylisch. Aber gekommen zu dem Ganzen seid ihr wie? Ihr seid im Prinzip, glaube ich, infiziert worden. Durch unsere Freunde vor einigen Jahren. Da kam ein Mann aus dem Zivilschutz nach Hause. Sagte mir, er hätte sich da mit seinem Kumpel unterhalten, erklärte mir dann kurzerhand, was die Meerwasser-Aquaristik bedeutet, was das Hobby alles beinhaltet, und es ging keine 2 Wochen, stand das Becken bei uns zu Hause, wurde gefüllt, und so hat es uns in den Bann gerissen. Genau. Ja. Nie mehr losgelassen. Nie mehr losgelassen. Nee, ne? Und nee. Da könnt ihr wieder, da müsst ihr immer schwer aufpassen, Leute. Ne? Das ist ja halt das Ding, ne? Der Salzvirus, ne? Wie wir immer so schön sagen, einmal infiziert, ja? Ihr kommt dann nie mehr von weg. Ne? Ja. Und ihr wisst, es geht ganz schnell, 30 Liter Nano, dann wird es größer, ne? Bei den meisten dann 300 Liter. Und es kann aber auch so enden wie hier, meine Lieben. Und dann habt ihr hier so einen 500 Quadratmeter Laden dann plötzlich. Ja? Übertreib mal nicht, es sind doch nur 200. 200, okay. Ja, nicht, dass alle geschockt sind. Na gut, Relation ist immer, ne? So, aber es ist schon sehr, 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 sehr groß. Ja, ich würde sagen, sollen wir mal so eine kleine Runde durch den Laden gehen? Sehr gerne. Lass uns den Leuten zeigen, was sie erwartet, wenn sie zu uns kommen. Würde ich auch sagen. Dann kommt mal mit, meine Lieben. So, dann lassen wir uns mal schön deinen Laden anschauen und ihr werdet auf jeden Fall begeistert sein, Freunde, was das für ein schöner Laden hier ist. So, wir kommen jetzt erstmal hier die Ecke rum. Da haben wir auch schon unsere liebe Michelle. Hi. Hier schon stehen. Grüßt euch. Die ist auch schon da. Hallo. So, hier haben wir halt eben einen schönen großen Thekenbereich und ja, wunderschöne Lampen, also die gefallen mir echt sehr, sehr gut. Die muss ich unbedingt haben. Und das alles habt ihr auch alles selber gemacht, ausgedacht? Ja. Wahnsinn, ne? Komplett. Mhm. Und das hast du vorher auch so alles im Kopf gehabt, wie das sein muss? Ja, das ist weil das. Weil ihr passt ja eigentlich so alles, würde ich sagen. Ich finde es echt. Das ist der Augenblick, wenn sie ein bisschen wahnsinnig wirkt mit mir. Ja. Weil okay. Ich habe was im Kopf, das wird nicht gezeichnet, nichts, das ist einfach hier und das wird gebaut und sie hat jedes Mal Vertrauen, aber ja, ganz am Anfang war schon ein bisschen Überredungskunst. Okay. Nee, vor allem, ich kann mir das nicht vorstellen und er hat das volle Vorstellungsvermögen, er weiß, wie das aussehen soll am Schluss und wie das hier räumlich reinpasst und das kann ich einfach nicht. Dann lass mal sein und darum habe ich auch volles Vertrauen, dass er das immer super und Spitzenklassen macht. Ja. Ist euch auf jeden Fall gelungen. Vielen Dank. Das bist du schon am Lesen, mein Buch am Lesen. Ja, natürlich. Oha, also natürlich. Wer da noch eine unterzeichnete Muss danach dir auch noch ein paar Fachfragen stellen können, weißt du?
Ja, die kann sich ja beantworten. Und wer noch so ein Buch haben will mit Autogramm, ne? Hier liegen noch welche. Ja. Genau. Ja, kommt, sollen wir uns das mal weiterhin angucken? Sehr gerne. Sehr gerne. Lass uns rumgehen. Mal mit rum. Dann schauen wir uns das einfach mal an. Ja, ich würde sagen, ihr habt ja auch eine riesen Auswahl, so produktmäßig. Ist ja auch eine ganze Menge, ne? Ja, ist auch immer schwierig. Was möchten die Kunden? Was soll man hier haben? Was nicht? Ja, ist auch immer die Sache, wer nutzt jetzt was, ne? Richtig, genau. Richtig. Und am Anfang war das einfach mal so Pi mal Daumen, weil wir wussten ja nicht, wer unsere Kundschaft schlussendlich sein wird. Mhm. Aber wir versuchen da auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. Falls jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Triton oder ich habe sonst was, schauen wir immer, dass es möglich ist, die Produkte in unserem Shop aufzunehmen. Okay. Genau. Wir sind ja auch aufs Feedback angewiesen, weil schlussendlich kannst du für Zehntausende von Franken Material hier haben, aber das Falsche, das niemand will. Darum, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich brauche die und die Produkte und ich komme immer bei euch einkaufen, dann wird immer geschaut, dass das aufgenommen wird, möglichst fix. Ja, das ist auch wieder schön sortiert, wie ich es auch in der Schweiz hier jetzt zuhauf gesehen habe. Wir haben Fauna Marine, wir haben Tropic Marine, wir haben ADI, wir haben Sangokai, wir haben Aqua Forest, ihr habt ja alles da. Ja. Also ich glaube, mehr muss man auch gar nicht in dem Laden haben, letztendlich. Ne? Absolut. Dann habt ihr auch noch so, wenn mal am Wochenende irgendwas ausfällt, sage ich jetzt mal, allerlei Sachen da, ne? Filterfließe, Bodyplap habt ihr sogar auch. Ja, das kam kürzlich ins Sortiment rein, war endlich wieder bestellbar, weil es gibt auch viele Produkte, die sind zurzeit einfach ganz, ganz schlecht zu kriegen. Und da muss man halt warten, teilweise wochenlang. Also es gibt Bestellungen, auf die warten wir seit November. Okay. Ja. Also leider, leider. Und auch apropos Technik, wenn was ausfällt, wir haben auch hinten einen riesen Park mit Material von Abschäumen über Pumpen. Online-Shop habt ihr auch, ne? Ja, ja, klar. Klar. Und da werden auch die ganzen Ersatzteile jetzt dann bald aufgeschaltet. Ja. Und auch notfallmäßig brauchst du einen Abschäumer, weil deiner kaputt ist, kannst du uns anrufen. Wir haben diverse Größen hinten im Lager. Mhm. Wir haben auch jetzt gerade eine Lampe in der Vermietung, weil die kaputt ging. Mhm. Und, das macht ihr auch. Absolut, ja. Also wir haben sicher 6, 7 verschiedene Lampen, dass auch für jede Größe was dabei ist. Auch Abschäumer, Pumpen, wie gesagt, einfach als Notfall. Und das soll auch so sein, dass, wenn Sonntag ist... Derjenige kommt und bestellt das, was er haben möchte oder gerne haben möchte. Und ihr geht dann halt hin und gibt ihm erstmal provisorisch eine Lampe mit oder Abschäumer. Richtig, richtig. Auch wenn er die Lampe schlussendlich nicht bei uns kauft, es geht uns eigentlich darum, dass er jetzt sofort eine Lösung hat. Mhm. Weil der Fall ist halt einfach, wenn dir eine Lampe kaputt geht, dann musst du schnell 1.000, 2.000 Franken in die Hand nehmen. Und vielleicht bist du froh, wenn du für ein paar wenige Franken was zur Überbrückung hast in der Zeit. Vor allem am Wochenende. Stichpunkt Kundenservice. Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Kernstück über. Ich weiß, ihr wollt alle Korallen sehen. Und ja, Korallen gibt es hier natürlich auch. Haben wir ein paar. Unter anderem. Mhm. So, und dann habt ihr hier 3 Korallenanlagen stehen. Genau, also rein vom Kreislauf her sind es 2. Mhm. Die beiden Becken bilden einen Kreislauf mit der Zucht hinten. Und das andere Becken, das wir nachher noch sehen, ist auch ein separater Kreislauf. Mhm. Und auch die ganze Technik ist nichts unten dran, wie man es sich gewohnt ist. Das geht alles nach hinten in den Technikraum, ist alles separat gefiltert. Ja, große Technikbecken hinten, riesige Abschäumer. So, dass auch nichts überlaufen kann. Genau. Ja, auch da haben wir Erfahrung gesammelt. Ja, aber da seid ihr ja Profis drin. Ne? Da habt ihr wahrscheinlich schon alles durch. Absolut. Mit den ganzen Becken. Ne? Ist so. Da seid ihr mit Sicherheit bestens ausgerüstet. Ja, ansonsten Korallenauswahl, muss ich sagen, auch alles super. Für jeden was dabei. Für jeden was dabei, ne? Auch für die ganz kleinen Nano-Becken ist auch immer alles mit am Start. Mhm. Ja, gut. Auswahl habt ihr natürlich sowieso in der Schweiz, wie ich gemerkt habe, so die schönen Puddingteilchen, ne? Die schönen Acanthophyllen, die es bei uns ja nicht mehr so oft zu sehen gibt. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, ich könnte ja fast Schweizer werden. Ja, kommst her. Ein Zimmer finden wir schon noch. Ja, ansonsten, wie gesagt, zu der Auswahl hast du ja jetzt auch hier auch SPS mit drinnen. Mhm. Ne, da ist auch schon mal wieder was da. Kommen. So, dass er im Prinzip alles abdeckt. Ja das da ist auch das Ziel. Wollen wir auch noch verstärkt auf SPS auch gehen? Auch mehr noch verstärkt. Ja, weil das ging jetzt einfach eine Weile, bis auch die Biologie stimmte, die gewissen Nährstoffe da sind, bis die Akros wirklich so stehen, wie sie stehen müssen. Und deshalb haben wir bewusst entschieden, dass wir jetzt auf den Live-Sale ein paar Schmuckstücke reinnehmen,
Und ich denke dann so in 3-4 Wochen beim nächsten Import werden wir wieder zugreifen. Aber das ist so, die letzten 3/4 Jahre haben wir SPS, haben wir darauf verzichtet, auch aus Grund, weil es sind Tiere und da muss nicht unnötig was sterben, wenn wir wissen, an was das es liegt. Ja, wir erzählen ja allen unseren Kunden immer, hey, bis du SPS wirklich so plakative Akkros mit den Superfarben reinmachen kannst, das geht einfach ein paar Monate. Ja. Und da können ja nicht wir dann nach 3 Monaten erwarten, wir können unsere Tanks füllen, weil man sieht es auch, alle LPS stehen seit Anfang an wirklich super da. Ja. SPS, ja, die Montipuras sind dankbar, aber alles andere, was so ein bisschen heikler ist, ist immer ein bisschen schwierig, ne? Da muss man ein bisschen Geduld haben. Auch wir. Ja, Live-Sale habt ihr jetzt auch noch. Ja, genau. Das nächste Steppenpferd, was wir angehen werden. Freuen wir uns. Riesig gespannt, wie das wird. Ja. Ja, er ist ja noch nicht gelaufen zu dieser Zeit, ne? Genau. Aber wild am Vorbereiten und schon ein bisschen nervös. Aber wir sind super gespannt. Das sagst du. Ja, hey, gut, da hoffen wir. Ich von meiner Warte würde schon sagen, der wird mit Sicherheit sehr erfolgreich. Bei den schönen Korallen. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, ihr habt ja einige Korallen, die sind ja preislich erstaunlicherweise in der Schweiz günstiger als in Deutschland. Also in Deutschland wäre sie ja schon Millionär wahrscheinlich, wenn du da so einige Holy Grails etc. raushauen könntest. Ne? Also das wäre auf jeden Fall der absolut. Ja, bei uns ist halt so, eigentlich praktisch jede Koralle ist an den Einkaufspreis geknüpft. Kaufen wir das gut ein, geht der Preis auch ein bisschen runter im Verkauf. Weil schlussendlich, man soll nicht quersubventionieren mit den teuren Tieren, mit den teuren Namen, muss ich sagen. Fällt teilweise echt schwer, weil ja, man weiß, man verliert ein bisschen was. Aber auf die Dauer, die Fairness macht es aus, denke ich. Und darum, schöne Tiere dürfen was kosten, aber okay. Immer. Ja, Freunde, wir haben euch den ganzen Laden gezeigt. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung von euch. Wir haben zu danken für den Besuch. Und ich denke mal, wir werden uns wahrscheinlich für den nächsten Live-Sale auch irgendwann nochmal wiedersehen. Sehr gerne. Und wenn ihr da Hilfe braucht, bin ich da auf jeden Fall gerne bereit, euch da weiterhin zu helfen. Sehr gerne. Ja, ich bin sehr gerne in der Schweiz. Schönes Land, muss man einfach mal so sagen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ihr bekommt noch ein paar Korallen aufs Auge. Und wir sind dann raus. Und ja, lasst gerne einen Daumen da. Schaut in den Webshop rein, alle Herzchen. Schweizer einmal hier hinkommen, sich den schönen Laden angucken, Kaffee trinken und ein schönes Korellchen mit nach Hause nehmen. Und ja, wir sind raus. Wir sind raus. Bis dahin, meine Lieben. Danke. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Seid gegrüßt, meine aktive Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und machst du denn schon wieder hier? Entschuldigung. Du musst reingehen. Du musst reingehen. Achso, okay. Okay, nochmal. Herzlich willkommen, meine aktive Meerwasserfreunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir sind auf der großen Schweiz-Tour und unseren ersten großen Laden, den wir hier besuchen.